So, hallöchen liebe Freunde, willkommen zurück zu Monster in the World. Das letzte Mal haben wir den Rathalos erjagt und heute werden wir uns, denke ich mal, den Soramak Daros ein weiteres Mal zur Brust nehmen. Ich muss vorher noch kurz was sagen. Wie ihr seht, da liegt ein Anjanath und kein Rathalos mehr. Liegt daran, dass ich offscreen die Doppelquest mit Rathen und Rathalos schon gemacht habe. Und ich habe da schönerweise einen Rückenmark bekommen. Und Moment, ich zeige das kurz. Übrigens, plötzlich kamen auch alle Arena-Quests mit den Monstern. Also Odogaron ist jetzt auch dabei und Rathalos und Diablos. Ich habe mich schon gewundert, wo die bleiben. Und jedenfalls, hier diese Quest habe ich gemacht. Und ich habe schönerweise dort einen Rückenmark bekommen und konnte damit dann schon so gut wie die Doppelklingen von Anjanath aufwerten und habe dann nochmal ihn gemacht. Und ganz ehrlich, ich habe das jetzt nicht aufgezeichnet, weil ich glaube, ihr müsst nicht bei absolut allem ein Farmvideo haben. Also anhand der Aufrufzahlen sehe ich eh, dass sich das nicht wirklich rentiert und ihr euch dafür auch nicht so interessiert. Also ich denke mal, ich werde das vielleicht nur auf Rüstungen oder so beschränken. Also das könnt ihr mir ja mal schreiben. Und schreibt mir das bitte wirklich. Also ich muss das ja wissen, ja. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich euch was frage und dann kommt keine Antwort, ja. Und dann weiß ich trotzdem nicht weiter und dann muss ich halt selber immer entscheiden und das ist ein bisschen blöd. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr da was zu schreiben könntet. Gut, okay. Also, wie gesagt, wir machen heute Soramak Daros weiter. Und voraussichtlich werden wir dann irgendwann gucken, wann wir diese Kirin-Quest machen, weil die haben wir ja auch noch vor uns. Ich finde es übrigens ein bisschen verschwenderisch, dass tatsächlich das erste Mal, dass man auf Kirin stößt, tatsächlich eine optionale Quest ist, weil es ist ein Drachenältester. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das so unspektakulär dargestellt wird. Aber naja. Gut, also, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal hoch futtern. Und genau, das richtige Jagdhorn habe ich ja auch schon dabei. Wobei, hat Soramak Daros höhere Eisschwäche? Ich glaube, der hat Wasser und Drache oder so, ne? Verdammt, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Nee, weil sonst hätte ich vielleicht mal das neue Jagdhorn mitnehmen können. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Aber gut, es sieht jetzt auch nicht wirklich anders aus. Es ist auch einfach nur ein Dudelsack mit Legiana-Zeug drauf. Oh, sogar 40 HP, geil. Okay. Angriff und Verteidigung hoch, das ist perfekt. Gut, dann würde ich sagen, hallo. Bevor ich in die neue Welt aufgebrochen bin, habe ich zu meinem Vater und Großvater gesagt, ich bin schwanger. Ich werde das Buch zur Küche der neuen Welt schreiben. Ich finde jede Frucht, Nuss und jedes Gewürz und katalogisiere alles. Ja, das ist ja eine tolle Tat, ne? Natürlich haben sie gelacht. Ja, vor allem, weil du auch nichts tust. Du sitzt nur hier und mampfst andauernd und nimmst nicht zu. Das ist der Traum von jeder Frau, ne? So viel essen, wie man will und nicht zunehmen. Sie haben genickt und gesagt, mach mal und löse dazu noch das Rätsel der Ältestenwanderung. Hey, Partner. Wann höre ich denn die aufregende Geschichte, warum du hier bist? Los, Partnerin, ich sterbe von Neugier. Sag mir den Grund. Ruhm? Reichtum? Gold, Roger, oder wie der Typ hieß von One Piece. Der Drang zu jagen? Piraten? Mörder? Jemand Besonderes? Aha, ich weiß es. Essen. Es ist Essen, nicht wahr? What the fuck? Jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber eines Tages essen und trinken wir ausgiebig und dann wirst du es mir verraten. Also, bist du bereit, diesen Drachenältesten, die Leviten, zu lesen? Unsere Ballisten und Kanonen waren für den Soramak daraus eher ein Ärgernis als ein Hindernis, nichts als ein lauter Insektenschwarm. Aber der Kommandant meint, das ist genau das, was wir brauchen. Niemand will mit lauten Schwärmen zu tun haben, egal was für welche. Ich glaube, das gilt auch für riesige herumlaufende Vulkanmonster. Ach, meinst du? Wir müssen dem Sora nur einen schönen stressfreien Weg statt des lauten und schwarmigen präsentieren. Was? Wir müssen dem Sora nur einen schönen stressfreien Weg statt des lauten und schwarmigen präsentieren. Aha. Dafür brauchen wir alle. Ach so, alle im Sinne von alle Leute. Dafür brauchen wir alle, aber wir schaffen es. Wir werden das größte Ärgernis sein, dem dieses Lava Fondue Monster je begegnet ist. Lava Fondue. So, eine kolossale Aufgabe. Yeah!
Und wie ihr seht, der Stern da, der ist orange an der Quest. Ich zeige euch das eben nochmal. Das war jetzt ein bisschen arg schnell. Genau, wie ihr seht oben, der Stern ist orange. Das heißt, es ist eine High-Rank-Quest. Und genau das passiert auch hiernach. Wir kommen hiernach in den High-Rank. Und dann wird es richtig geil. Und da hat sich dann überhaupt nicht die Rüstung rentiert, weil dann alle Rüstungen super viel stärker sind. Verdammt. Hätte ich früher dran denken müssen. Naja, egal. Passt schon. Wird schon schief gehen. Also, legen wir los, würde ich sagen. Wir haben eigentlich alles dabei. Falle und Gedöns können wir eh nicht benutzen. Lebenspulver. Jo. Gut, hauen wir rein. Hoffentlich stirbt jetzt nicht die Aufnahme. Bis gleich. Let's go over the operation. The subterranean channel Zora Magdaros is using continued deep underground. We'll have one shot to divert it here when it surfaces. If we let it slip by, it's out of our reach forever. That's why I'm breaking out the big guns. This is the Dragonator. We'll use it to drive Zora back and divert it out into the open sea. The target will be coming at us full tilt. So your job is to wear it down and try to keep it in check. Be relentless. Are we clear here? Very good, yes, sir. One more thing. Nergigante is bound to show up to try to make a mess of this. If it gets in our way, it's up to you to stop it. This whole operation rides on how well you do that. We can do this. Scout ahead. Signal us if you spot any trouble. It's coming. Move out! Use everything at your disposal. I want eyes everywhere. Fight hard and stay smart. Hunters, we need to weaken Zora Magdaros enough to capture it. Oh, geil. Give all you've got. Destroy the cores to weaken it. We'll try dropping some of those stalactites on it. Ach, wir müssen doch nochmal die Kerne kaputt machen. Ich dachte, dass das anders wäre. Use your slinger to blast them loose. You can do it! Proceed with caution. Okay. Jetzt dürfen wir gleich landen. Juhu! Geil. Okay. We're on Zora's ship. Destroy the magma cores to weaken Zora Magdaros. The success of the whole operation comes down to how much we manage to weaken the target. Magma core located. Haha, nix gibt's, du Arsch. So, ich hoffe mal, dass wir das einigermaßen schnell hinbekommen. Vielleicht kriegen wir sogar diesmal den vierten auch kaputt. Das wäre ganz cool. Ja, gehen wir zurück. Davon dürfen wir uns auf gar keinen Fall treffen lassen. Das macht um einiges mehr Schaden als beim letzten Mal. Das ist ja nicht nur Grund eine High-Rank-Quest. Aha! Ich habe gerade ziemlich viel Glück, muss ich sagen. Komm schon, geh kaputt. Boah, jetzt ruhig weg. Okay, ich war nicht weit genug weg. Aber wir dürfen es gleich haben eigentlich.
Komm schon. Ah! Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au. Okay, ich muss mich mal... Okay, ich kann mich noch nicht heilen. Moment. Ich bin noch damit beschäftigt, hier auf dem Boden rumzueiern. So. So. Jetzt dürfen wir es haben. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Okay. Warte mal da. Geil, Rückenpanzer. Oh, und da haben wir Erz. Gib her. Machalit, Drachenit und Machalit. Okay, na gut. So, der zweite war ja hier. Direkt darunter. Ich warte mal vielleicht die nächste Explosion, aber ich könnte dazwischen einfach mal sterben. Natürlich kommt jetzt keine. Ah, shit. Na ja, gut, aber war nicht so schlimm. Der Damage. Shit. Man muss einfach nur ein bisschen auf die Risse achten eigentlich. Weil man an den Rissen halt erkennt, wo das Magma austritt. Aber ich bin dann trotzdem vorsichtig und versuche da trotzdem nicht in der Nähe zu bleiben. Aha. Willst du mich verarschen? What the fuck? Was war das denn jetzt? Hä? Von was bin ich jetzt gestorben? Ich hab nichts mehr gesehen. Okay, Moment. Ich hol mir mal eben schon aus dem Lager. So, den nehme ich mit. Hä? Das war sehr seltsam. So. Na gut. So, zweite Runde. Es war aber generell unglücklich gewählt, weil normalerweise sollte man ja wirklich vermeiden, sich generell von diesen... What the f... Ah, das war's wahrscheinlich, was mich da getroffen hat. Au. Jetzt schon wieder aufgetaucht. Ah, okay. Alles gut. Ich werde jetzt aber noch nicht hochgehen, Leute. Einfach aus dem Grund, weil man den nicht besuchen muss. Der haut von alleine irgendwann ab. Und wir werden das Monster eh noch früh genug sehen. Egal. Nein! Manu! Ich glaube, wir schaffen das nicht, alle vier Kerne kaputt zu hauen. Nein, er hat sich befreit. Die Sau. Okay.
Nein! Ey, ich wollte das Item noch aufheben. Frechheit, na gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen... Ach, stimmt, der ist jetzt aus, ne? Theoretisch müssten wir jetzt hoch zu der Gigant, aber das ist Quatsch. Also der haut von alleine ab, deswegen hat es keinen Sinn, da jetzt hochzugehen. Der verprügelt uns sowieso. Hm. Da hat er übrigens gerade geschrien. Ich meine, ich könnte natürlich trotzdem hoch, weil ich auf seinen Kopf jetzt kommen könnte. Oh, Alter. Ich glaube, das könnte ich probieren. Der Kopf ist jetzt nämlich wirklich frei. Haha. Dum-di-dum. Was ist das denn hier? So, gleich dürfen wir es haben. Hä? Nein! Das gibt's doch nicht. Na gut. Dann hauen wir mal den anderen Kern kaputt. Warum ist denn der jetzt grau in der Mitte? Ah, jetzt ist er. Alter! Ihr Penner! So. Uah, Hilfe. Jetzt fällt mir hier noch alles vom Tisch. So. Jetzt dürfen wir gleich oben sein. Da ist der letzte Kern. Das ist der größte von allen. Jo. Oh, hallo. Ah. So. Jetzt hoffen wir einfach mal. Ich denke mal, es ist schneller, wenn man einfach nur draufhaut. Shit. Ich dachte, das trifft mich nicht. Nehmen Sie sich jetzt aber mal einen Trank. Ach, Mann. Wieso dreht sich die Kamera? Nein! Ach, Mann! Na gut, ich schaff's nicht mehr. Okay. Zweiter Teil. Jetzt müssen wir wieder ihn abwehren. Ich brauche Ballisten. Da sind welche. Ich möchte nämlich seine Brust kaputt hauen. Oh, der Damage. Der ist quasi nicht vorhanden. So haben wir hier noch. Da sind noch Ballisten. Okay. Hat irgendwer schon die Dings geladen? Ja. Könnte treffen. Boah, mitten ins Gesicht. Bäm. Okay, dann haben wir hier noch Ballisten. Und
benutzen. Das auch wieder an seiner schönen Brust. Ich meine, ich habe das Item sogar schon bekommen. Für die Waffe, aber... ja, sicherheitshalber. So, da. Stopp! Okay, die Barriere ist jetzt schon erreicht worden von ihm. Hat hier irgendwo noch einer... Ja. So, jetzt dürfte es treffen. Hoffentlich. Okay. Wir könnten... Ja, ich gehe runter zum Schiff. Stimmt. Weil da sind richtig viele Leute, die Kanonenkugeln schleppen. Okay. Wir können auch schon den Drachenspeer zünden. Ist der schon in der Nähe? Ich sehe es nicht. Moment. Ich glaube, wir können das machen. Moment. Wumms. Schaut euch den Damage an. Okay, guck mal. Und die wollen hier auch noch... So, die drehen wir ein bisschen. Ballern da noch rein. Die drehen wir noch ein bisschen. So. Da ballern wir auch noch drauf. Bäm. Ja, halt's Maul. So. Dann drehen wir noch so ein Stück. Okay. Das dürfte passen. Dann helfe ich denen jetzt, die Kanonen zu laden. Man unterschätzt ganz schön, wie weit das eigentlich weg ist, ne? Also ich denke an Down, das ist ein paar Zentimeter, aber es ist ziemlich weit weg noch. So, den Rest kannst du mal alleine laden, weil die kann jetzt noch abgefeuert werden. Oh, trifft das? Ja. Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht. Na egal. Die dürfte voll sein, jawohl. Boom, boom. Nein. Na gut. Eigentlich wundert es mich, dass die Barriere so lange hält, weil die ist bloß aus Holz. Naja. So. Mal, da haben wir jetzt gleich richtig viel Damage zum Dödeln. Ist die voll? Nee, die ist noch nicht voll. Aber gleich, jetzt warten wir vielleicht nochmal kurz ab, dass er wieder näher rangeht, genau. Bäm! Haha! Ich nehme einen Trank, sicherheitshalber. Oh, shit. Da sind keine Kugeln mehr. Dann haben wir noch welche. So. Raufholzen, los. Der kann nicht mehr so viel haben. When you are. Good. Fire!
It's over. Yes. It only took 40 years. Yeah. Grandfather? So, ready to go home? Yes! Oh mein Gott, ich hab einen Stein bekommen. Wie geil ist das denn? Yes, Mann, Alter. Und sogar noch die Magma-Dinger. Oh, hoffentlich brauche ich bloß 2 Stück. Alter, das wäre so richtig geil. Noch ein paar Pleurer bekommen, das doch... Alter, was ich für ein Glück in diesem Spiel bisher habe, als in diesem Let's Play. Ich habe bisher für keine Rüstung lange gefarmt. Und einen fucking Stein bekommen. Geiler Scheiß. Ah. Ah, schaut mal, der ist sogar jetzt auf Maximum. Juhu. Oh, neue Verbesserungsstufe. Stimmt, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe meine Rüstung übrigens mit Rüstkugeln ein bisschen aufgewertet, damit ich jetzt ein bisschen mehr aushalt zumindest. Lohnt sich trotzdem nicht, weil wir Hiring jetzt gleich vor uns haben. Eieiei. Bei dem Ladebalken habe ich immer ein bisschen Schiss, dass er nicht aufzeichnet. Aber ging alles gut. Okay, Leute, dann können wir jetzt noch ein paar Menschen uns zum Gemüte führen, weil die mit uns reden wollen. Und ach, schaut mal, das ist der Captain. Stimmt, der Kapitän, der ist auch sehr praktisch. Hallo. Fünferin, ich habe tolle Neuigkeiten. Hört ihr das an? Im Laufe des letzten Einsatzes ist die Kommission in den Besitz eines unglaublich guten Schiffs gekommen. Mit ihm und meiner 40-jährigen Erfahrung mit den hiesigen Wellen und dem Wetter macht das Meer uns keinen Strich mehr durch die Rechnung. Deshalb habe ich entschieden, dass es am besten wäre, eine regelmäßige Route von hier in die alte Welt einzurichten. Das Ziel ist es, unseren Nachschub zu verbessern und die Häufigkeit zu steigern, mit der er kommt. Das ist kein Problem. Ich steche mit meiner neuen Schönheit in See und unsere Freunde in der Heimat laden sie und zack, wir sind wieder da. Ich habe also ein verlockendes Angebot für dich. Wenn du willst, kann ich dir einen Teil meiner Fracht abgeben. Das hier habe ich dieses Mal bekommen. Komm, wirf einen Blick darauf. Atme tief ein, bevor du aufbrichst. Das hier ist der einzige Ort, der noch wieder heimriecht. Ja, die Argosie ist das. Das ist ein Schiff, der bringt uns alle ein paar Gegenstände mit. Und das können wir dann für die Punkte kaufen, wie ihr seht. Und jetzt, glaube ich, kaufe ich mal alles hier. Weil da sind Silbereier dabei, die können wir wieder verkaufen. So, jetzt können wir Waren anfragen. Können da entweder beliebig auswählen oder Verbrauchsobjekte, Materialobjekte oder Wertobjekte. Und ich mache das eigentlich immer auf Material. Zumindest in der Anfangszeit lohnt sich das manchmal. Und genau, das war's schon. Der geht dann in ein paar Quests, geht er los und kommt in ein paar Quests zurück und bringt uns ein paar Items mit. Praktisch.
So, Tag, Chef. Was ist los? Genug vom Ausruhen. Ich habe unseren Abschlussbericht zur Ältestenwanderung zusammengestellt. Er ist so dick, dass ich Angst habe, mir fallen die Arme ab. Jedenfalls musst du dich gedulden, bis ich ihn abgefertigt habe. Könnte etwas dauern. Wenn ich fertig bin, können wir uns über die Zukunft der Kommission unterhalten. Möglich, dass wir uns hier verabschieden und in die alte Welt heimkehren. Wir werden sehen. Aber solltest du hier noch unerledigte Angelegenheiten haben, solltest du dich jetzt darum kümmern. Ach. Leute, wir sind noch lange nicht fertig. So, jetzt können wir noch hoch zum Schmied. Das ist eh der spannende Teil, weil da gibt es die Waffe zum Herstellen. Ich hoffe so sehr, dass ich schon genug Zeug habe. Also den Stein habe ich habe das Pleura zusammen. Ich habe den Rückenpanzer, jetzt das Magma-Zeug habe ich halt gebraucht. Ich weiß ja nicht, wie viel davon. Hello. Du hast die Quest Neutifizierung des Machtpaars erledigt. Ach so, das war das. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gemacht. Vielen Dank. Dank dir konnte ich das Spezialwerkzeug, an dem ich gearbeitet habe, fertigstellen. Bla bla bla. Du kannst den Prototypen haben. Komm schon, nimm ihn dir. Banditenmantel, genau. Das ist, glaube ich, dieses Ding, was mehr... Ich habe halt viele von den Dingern nie benutzt. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Banditenmantel. Monster lassen seltene Wertobjekte fallen, wenn du sie angreifst. Jawohl. Also die lassen öfter diese Shiny-Objekte fallen. Jetzt hat sie aber nochmal was. Hallo. Es ist jetzt so still, man würde nicht denken, dass es Probleme gegeben hat. Aber in Zeiten wie diesen müssen wir besonders wachsam sein. Du hast ja sicher von der Ruhe vor dem Sturm gehört. Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? Deshalb solltest du dir meine neuen Produkte ansehen und dich für alles Mögliche wappnen. Also, willst du mal einen Blick auf das aktuelle Sortiment werfen? Da ist halt jetzt trotzdem nichts Neues, Tolles dabei. Wow. Rüstung, was gibt's da jetzt Neues? Hochmetall war jetzt, glaube ich. Obwohl, war die neu? Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Gut. Also. Verfickte Scheiße. Ich kann es noch nicht herstellen. Mir fehlen zwei Hitzeschuppen und zwei Magma-Dinger. Ja, aber die will ich machen. Hauptsache, der scheiß Stein ist schon, weißt du? Oh Gott. Das Problem bei Sora Magdaros ist halt, dass ich den nicht machen kann, wann ich will. Und ich muss den online machen mit anderen Leuten. Es ist nämlich so, das hat man, glaube ich, noch nicht wirklich... normalerweise würde man ein Tutorial bekommen, wenn es dann passiert. Die Quest spawnt ab und an random. Und bleibt dann für zwei weitere Quests da. Und das ist ziemlich... dämlich, weil dann muss ich ewig lang Quests machen oder so, oder auf Expeditionen gehen, zurückgehen und so weiter, bis die scheiß Quest mal spawnt. Dann habe ich bloß zwei Versuche Zeit, um mir das Zeug zu holen. Und man hat halt die Möglichkeit, online auf Notzeichen zu antworten und kann da so direkt sich das Zeug besorgen. Und genau, und das ist halt viel einfacher, weil ich dann so permanent an das Monster rankomme. Und ich glaube, das hat mehr Sinn. Und deswegen, das ist das Einzige, was ich nicht allein machen kann. Ich hoffe mal, das stört euch nicht, aber das muss ich dann halt tun. Also da komme ich nicht drum rum. Ich meine, ich kann es auch normal machen, aber es würde mich halt irgendwie zehnmal so lange kosten an Zeit. Und deswegen wäre das doof. Doof. Gut, aber ich möchte mir noch ganz gerne die Rüstung anschauen von ihm, weil die war, glaube ich, auch sehr viel besser. Also von den Verteidigungswerten zumindest. Rüstung. Ach, das ist ja... Ich hätte schwören können, dass... Ha. Na gut. Naja, okay. Vielleicht spiele ich das erst nachher frei, wenn ich in High Rank gekommen bin. Naja, gut, okay. Also, dann würde ich sagen, Leute, beim nächsten Mal machen wir weiter, wenn wir mit der Wildexpertin reden wollen. Oder wenn wir jagen den Kirin, eins von beiden. Das sehen wir dann. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Bis dahin, stay heavy und ciao, ciao.